Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch heute zeigen, was ich mir gekauft habe. Viel Spaß dabei! Ich und die Pia wollten euch zusammen zeigen, was ich gekauft habe. Und ich setze euch jetzt erstmal auf das Stativ, damit ihr nicht so viel Gewackel sehen müsst. Genau, sie hält das schon in der Hand. Ich werde sie auch noch ein bisschen ausziehen. Und zwar, ich werde euch das jetzt zeigen. Das kommt von Marieba Baby Care. Könnt ihr jetzt auch noch fokussieren, ne? Jetzt könnt ihr es glaube sehen. So einigermaßen. Jetzt. Genau. Ist handmade. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das jetzt. So. Tüte ist leer. Da ist drinne in so einem süßen Tütchen solche Bodyverlängerungen. Genau, das sind drei verschiedene Größen. Also die selber sind gleich groß, nur die Druckknöpfe, die sind unterschiedlich groß. Kann man, glaube ich, so ganz gut sehen. Das sind die kleinsten, das sind die mittleren, das sind die großen. Genau, und ich wollte das einfach ausprobieren, weil die Bodies bei der Pia, wenn wir einfach zu kurz sind, irgendwie, seitdem ich diese Stoffwindel nehme. Und ich möchte halt nicht, dass die ausreißen und kaputt gehen. Genau, das ist auf jeden Fall handgemacht aus Deutschland. Ich habe gedacht, ich unterstütze euch jemand doch mal. Jetzt legen wir die Maus mal hin. Ich zeige euch nämlich jetzt, wie das jetzt aktuell aussieht. Also muss ich hier mal ein bisschen was ausziehen, dass es doch mittlerweile wieder warm ist. Genau, bei dem hier geht es jetzt zum Beispiel. Muss ich jetzt mal aufmachen, dass ich euch das besser zeigen kann. Also da ist es jetzt nicht so gespannt. Allerdings ist es dann oft so, dass oben am Hals das so runtergezogen wird. Und dass ich einfach ein bisschen mehr Luft habe. Probieren wir das jetzt mal aus. Ich bin mal sehr gespannt, ob da eine davon passt. Ich vermute, die mittleren passen. Okay, schlechte Idee. Die großen passen. Ja, sie passen. Gott, ich dachte schon, sie passen nicht. Ich hätte echt die Befürchtung, dass sie nicht passen. Und jetzt ist das Ganze nicht mehr so eng. Perfekt. Und jetzt kann ich auch diese Windel, wenn ich wollen würde, etwas voller machen. Ja, jetzt setzen wir die kleine Maus wieder hin. Ist ja im Moment zu viel an. Jetzt tu mal deinen Arm hier raus. Mal nach hinten. So. Gott, die Haare sind auch total buschig. Jetzt seht ihr sie gar nicht. Das tut mir leid. Licht ist auch nicht so gut, ne? Geht aber, oder? Schreibt mir das doch in die Kommentare, wann das Licht nicht so gut ist, dann kann ich das für das nächste Mal ein bisschen einschätzen. Dann schauen wir das mal nämlich an. Weil hier oben kann ich jetzt das auch ein bisschen höher ziehen. Dann ist das nicht so eng. Wir ziehen das auch mal aus. Wir müssen das ja jetzt genau anschauen. Ich vermute jetzt mal, ich kann die auch für kleinere Bodygrößen verwenden. Um Gottes Willen, mir ist der Arm abgegangen. Den müssen wir gleich wieder befestigen. Einen kleinen Moment mal bitte. Und weiter geht's. Er sitzt wieder. Ich weiß nicht, passiert euch das auch manchmal? Das ist halt das Schwierige bei diesen Voll-, also 4/4 Armen und Beinen, finde ich. Weil ich kann das nicht so mega zuschnüren, sonst kann man den Arm halt
gar nicht mehr bewegen. Und dann ist halt das Risiko, wenn ich ihn dann wiederum zu viel bewege, er dann ein Stückchen rauskommt, dann durch die weitere Bewegung kommt er ganz raus. Naja, jetzt könnt ihr es sehen. Hier oben ist oft so, weil hier kaum Body noch ist. Und jetzt ist das hier viel lockerer. Zickt das nicht mehr so knackig. Da habe ich einfach ein bisschen Luft oben. Und dann reicht auch mal nur ein Body. Aber zurzeit zieht sie so gern T-Shirts an. Er sieht sie so schlecht. So, das ist die Pia. Meine liebe Pia, die hat schöne blaue Augen. Ganz tolle blonde Haare, die wir unbedingt mal wieder kämmen müssen. Egal. Genau. Und dann habe ich eben noch mal zwei. Die gab es halt nur in der Dreierpackung. Ja gut, ich hätte auch nicht gewusst, welche Druckknopfgröße ich gebraucht hätte. War ganz süß verpackt. Guck. Schaut, echte Handarbeit, gefertigt in Königsbrunn. Habe ich im Internet gefunden, nachdem erst wollte ich schauen auf der Internetseite von den Stoffis. Da gab es aber keine mehr. Wollte ich aber schon ewig welche haben und ich hatte jetzt beschlossen, machen wir es doch da. Aber ich wollte euch auch noch, dann können wir es doch gleich mal bei dem Teiler ausprobieren. Mein Teilermann mit dem wackeligen Kopf. Schaut mal, wie süß er ist. Süß. Jetzt müssen wir ihn etwas runter machen. So, Pia. Jetzt müssen wir euch etwas runter machen, dass ihr ihn sehen könnt. Hier ist er. Wir können jetzt mal schauen, ob das da auch rangeht. Ich vermute, da braucht man fast auch die größten. Weil das ist die gleiche Marke, was sie an Spottys anhaben. Also, ja, ich vermute ja. Das geht nicht rauf, aber das könnte man hier dann auch nehmen. Witzig. Ich finde das schön, dass es neutral ist. Und ich glaube, das ist am besten, wenn das so gerade ist, weil das ist ja auch, die Bodyleiste ist ja auch gerade, ne? Ja, jetzt könnten wir der Pia eigentlich noch was anziehen. Der Teiler braucht ja nicht. Wenn ich ihn jetzt immer so hoch nehme, hängt der Kopf und ich muss ihn quasi stützen. Das ist so süß. Genau, der sitzt hier hinter mir. Aber jetzt hole ich mal schnell was für die Pia zum Anziehen. Ich nehme euch da auch mit in meine Schublade, in meinen riesen Sauschnell-Schublade. Nein, ich bin mittlerweile sehr aufgeräumt, finde ich. Ich habe überlegt, ich könnte ihr nämlich das hier anziehen. Ich habe nur festgestellt, ich habe keine kurze Hose für sie. Das ist sehr ärgerlich. Aber ich ziehe jetzt einfach diese dünne an. Weil so warm ist es nicht, aber für ein T-Shirt ist es schon warm genug. Und so machen wir das jetzt. Aber jetzt sind wir sie wieder nicht. Wobei ja dieser Body mega süß ist, ne? Mega süßer Body. Ich habe gerade immer die Sommermützen auf. Aber heute kriegt sie keine mehr an. Ich möchte heute ihre Haare mal machen. Ich will ihre Haare mal sehen. Ich glaube, den Kamm habe ich auch hier in der Nähe. Jo, ihre Kamm. Ist am besten wie so mega feine. Ah ne, das ist ja eine Bürste. Einen Kamm habe ich nicht für sie, weil ich. Oder ich habe eigentlich schon einen, aber ich nehme den nicht, weil ich der Meinung bin, da reißt man viel zu sehr die Haare raus. Die Bürste ist etwas grober
Also bezüglich den Haaren. So, möchtest du jetzt sitzen bleiben, Maus? Nicht immer Kopf schief machen. Könnt ihr sie eigentlich sehen? Nein, nicht ganz, ne? Ich muss euch etwas zurücktun. So, jetzt seht ihr ihre Haare. Da hätte man Friseur werden müssen. Wenn ich die eben diese Bürste kämme, gehen quasi keine Haare raus. Perfekt. Ich finde auch, hier sieht man so einen leichten roten Fleck bei ihr. Ja, jetzt wollte ich die Hose noch anziehen. Genau, sie soll nicht ganz nackt sein. Und dann lege ich sie dafür wieder hin. Das heißt, ich schalte euch jetzt etwas. Oh, heute wird das etwas durcheinander. Guck, und das ist jetzt auch schon wieder komplett genutzt. Aber wenigstens ist der Rest jetzt nicht mehr so quetscheng. Das ist doch blöd. Das muss ja sonst wehtun. Ich weiß nicht, das ist ja quasi von oben nach unten eingequetscht. Also jetzt mal im Echt, ihr nicht. Mir tut das sicher nicht weh. Aber jetzt mal so in der Theorie, ne? Oh ja, die Hose ist fast ein Ticken zu eng. Aber ich weiß nicht, ob die so sein muss, weil das ist ja so eine Jiggings oder wie das heißt. Alter, das ist glaube ich auch 74. Passt nicht so gut. Ich habe meistens nur noch 80. Aber ich denke, bei der Hose gehört das so. Schenkele sieht sie wieder nicht. Die Hose. Naja, mir gefällt die Hose, ich finde die toll. Jetzt sind die Haare wieder ruiniert. Das ist nicht so schlimm, ne? Das sind halt so Kinderhaare. Jetzt hält ihr sie wieder nicht. Und jetzt mag sie nicht sitzen bleiben, jetzt kann ich sie gar nicht loslassen, oder? Doch, jetzt. Genau, und jetzt wollte ich mich bedanken, dass ihr wieder mal zu meinem Video eingeschaltet habt. Ich finde das echt toll, dass so viele doch auch meine Videos schauen und dass ich schon so viele Abonnenten mittlerweile habe. Ja, schreibt mir doch gern, was ihr noch so sehen wollt und ich versuche das natürlich wie immer umzusetzen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!